Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist gestern ein bisschen spät geworden. Unsere Reiki-Meister-Session ist ein bisschen ausgeartet. Es war schon 11 Uhr, bis wir fertig waren. Und der Dama musste ja das Video noch schneiden. Deswegen sind wir spät ins Bett. Und deswegen ist es heute auch etwas später. Aber total schön, die Sonne scheint. Und ich bin jetzt hier gerade am Frühstücken und dachte, ich nehme euch mal mit. Aber parallel mache ich hier halt mein Reel, was ich jeden Morgen mache. Also deswegen, ja, dachte ich, also deswegen, wenn ihr euch wundert, warum steht das Handy hier. Aber ich nehme euch einfach mal beim Frühstücken mit, weil ich dachte, ich zeige das zwar immer bei Instagram, aber ich weiß ja nicht, ob jeder uns bei Instagram folgt. Und deswegen mache ich mal hier parallel Reel. Also ich habe jetzt eine Garcinia genommen. Das ist jetzt die Monatspackung. MR15 hatte ich das eben portionsweise, im Kli9 hat man das auch portionsweise. Und zwar sehen die wie folgt aus. Das sind solche Gelkapseln, nenne ich es mal. So. Und die sind da, um den Blutzuckerspiegel gleich zu halten und die Heißhungerattacke zu vermeiden. Die nimmt man mit einem Glas Wasser. Aber das ist lauwarmes Wasser, weil es ist extrem gut, wenn man morgens ein Glas lauwarmes Wasser trinkt, weil das weitet die Venen. Also Wasser ist ja quasi unser Überlebenselixier, also für den Mensch. Und das weitet die Venen und sorgt halt dafür, dass der Stoffwechsel richtig arbeiten kann, dass das Blut richtig laufen kann durch die Venen. Also dass einfach der Körper funktioniert. Deswegen ist es halt gut, ein Glas lauwarmes Wasser am Morgen zu trinken. Das mache ich jetzt auch. Und dann muss ich halt, jetzt ist 9.07 Uhr, dann muss ich halt 30 Minuten warten, bis ich quasi weitermachen kann. Aber ich schütte mir immer alles, also ich stelle mir immer schon alles parat, mache das Reel fertig und wenn ich das, bis ich das Reel dann fertig habe, weil ich ja meistens ein Voice-Over mache und bis ich dann bei euch hier ein Video gemacht habe, dann ist meistens die halbe Stunde schon vorbei. Und ich habe heute sowieso noch den IKEA-Einkauf, den habe ich euch nämlich gar nicht richtig gezeigt. Also von daher, genau, habe ich gedacht, ich mache jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ab morgen kommt dann auch noch morgens ein Esslöffel Sole mit dazu. Mal gucken, ob ich euch das heute noch zeigen kann, wie ich die, oder mal gucken, ob ich heute zum Sole ansetzen komme. Ich werde natürlich die Karaffe erstmal waschen und dann die Sohle ansetzen und die muss eine Nacht stehen, dass er halt wirkt. Was ist eine Sohle? Eine Sohle ist im Prinzip Salz, also man macht Salzbrocken in eine Karaffe und schüttet Wasser drüber. Dafür kann man aber nur wirklich also Heilwasser benutzen. Also entweder wir haben ja dieses Lauretana gefunden, was der Dommer euch gezeigt hat, oder man hätte auch das Wasser aus der Umkehrosmose natürlich nehmen können. Es ist auch gereinigtes Wasser. Aber wir wollten es halt original, so wie wir es gesagt bekommen, oder ich wollte es original, wie ich es gesagt bekommen habe, mit dem Lauretana-Wasser machen und habe das jetzt nochmal mit meiner Heilpraktikerin abgeklärt, wie viel ich davon nehmen soll. Ne? Also normalerweise nimmt man 3 Esslöffel, sie hat gesagt, fang mal mit einem Esslöffel an in ein Glas und dann mit Wasser auffüllen. Das kann man ja dann mit dem heißen Wasser, also mit dem lauwarmen Wasser auch machen, dann ein Glas trinken. Und dann nochmal ein Glas Wasser hinterher. So funktioniert das mit der Sohle. Und danach kommt nämlich auf jeden Fall dann die Aloe, weil die nimmt man auch auf nüchternen Magen. Also ich habe hier so praktisch einen Becher, den braucht man aber nicht. Es ist auch gar nicht ausschlaggebend, wie viel ihr jetzt genau trinkt. Also im Endeffekt, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich immer 1 Liter sogar getrunken, die letzten Jahre über den Tag. Ja, also im Prinzip ist es total egal. Da kann man nicht zu viel trinken, eher vielleicht zu wenig, aber auch nicht unbedingt, weil zu wenig wäre alles unter 80 Milliliter, ne? Und ich meine, das trinkt man ja in der Regel nicht, außer natürlich, man ist ein Kind oder ein Hund, ne? Also zum Beispiel Harrison kriegt nur einen Schutt von der Aloe, ist logisch. Aber genau, ich nehme halt so einen Becher und dann habe ich hier meine Aloe und ja, dann trinke ich davon. Also ich trinke jetzt in der Regel morgens so 120 Milliliter. Ich bin in der Challenge und in der Challenge sind so 120 Milliliter vorgesehen. Aber ich habe auch die Mini-Tetra-Packs, also würde ich auch, sage ich mal, einfach nochmal mehr Bedarf haben. Dann trinke ich auch mehr. Wie gesagt, ich habe auch schon 1 Liter getrunken. Es kommt immer drauf an. Ich höre da immer so auf meinen Körper, was mir mein Körper sagt. Also von daher ist es gar nicht so schlecht. So, nach der Aloe, also wenn die halbe Stunde vorbei ist. Also was ist überhaupt mit der Aloe? Genau, also die Aloe hat 260... Sorry, Frosch im Hals. Die Aloe hat 260 Vital- und Nährstoffe, aber eben halt nur die Aloe von uns, weil wir sind der Weltmarktführer, also vor allem weil Living Products ist der Weltmarktführer seit über 45 Jahren, weil wir sind der größte Biobauer, was die Aloe angeht. Also wir haben in Mexiko Domrep und in der Mexiko Domrep und in Texas, genau, haben wir die Anbaufelder, weil die Aloe Barbadensis Miller, das ist auch eine besondere Aloe, braucht 1000 Tage Sonnenschein, um diese 260 Vital- und Nährstoffe zu entfalten und das kann sie eben nur an diesen Orten. Dort haben wir unsere Aloe-Felder und wir haben auch die meisten Aloe-Felder, wie gesagt, weltweit. Also wir sind der größte Biobauer, was das Thema Aloe angeht, wie gesagt, seit über 45 Jahren.
Die Aloe wird bei uns abgeerntet, innerhalb von 6 Stunden abgeerntet und verarbeitet nach einem patentierten Verfahren per Hand. Also wir haben eigene Mitarbeiter, die auch Fairtrade bezahlt werden. Die tun das per Hand abernten und auch per Hand filetieren. Also das läuft nicht durch eine Maschine, weil bei unserer Aloe auch nur das innere Gel verwendet wird, nicht das Blattmark und auch nicht die Blätter außenrum, weil das könnte auch giftig sein durch das Aloin, was da enthalten ist, weil die Aloe, wenn ihr euch vorstellt, es ist ja eine Wüstenpflanze und die braucht ja wirklich gar nichts und gedeiht in der Wüste, also ohne Wasser, ohne alles, die braucht auch keine, die muss auch nicht mit Pestiziden eingesprüht werden, dass sie frei von Schädlingen ist, das macht die alles selber und das macht die Aloe alles durch das Aloin und deswegen, wenn man das zu sich nimmt, dann ist das halt, dann könnte das giftig werden. Ne? Also wenn ihr im DM euch einen Aloe-Saft kauft oder keine Ahnung, wo ihr den Aloe-Saft her habt. Deswegen ist es bei uns auch ein Gel und kein Saft, was ihr trinkt. Dann kann das sein, wenn ihr das lange verzehrt, ne, auf eine lange Dauer, wie wir jetzt jeden Tag, dass ihr dann Durchfall bekommt, weil dort eben das Blattmark mit drin ist. Wie gesagt, bei uns könnt ihr auch 1 Liter am Tag trinken, passiert gar nichts. Es wird nur das innere Gel verwendet, genau. Und das alles muss eben so ablaufen, dass diese 260 Vital- und Nährstoffe enthalten sind und die Aloe, also das sind auch 99,7% zuckerfrei natürlich. Es gibt auch mit Geschmack, es gibt Mango, es gibt Beere, es gibt Pfirsichgeschmack. Die haben dann auch nochmal Eigenschaften. Beere ist zum Beispiel ganz gut für die Blase, ne? Kennt man Cranberry, Blase. Pfirsich ist ganz gut nochmal für den Darm oder zum Beispiel Mango auch, ne? Also eigentlich ist es aber für den Geschmack, ne? Weil Kinder mögen vielleicht jetzt nicht unbedingt gern die normale trinken und deswegen gibt man denen dann vielleicht Mango oder Pfirsich und dann lieben die das aber wirklich auch total. Es könnte sein, wenn ihr die Aloe das erste Mal trinkt, dass die bitter oder säuerlich schmeckt. Das ist ein Zeichen dafür, dass euer Darm übersäuert ist, weil man sagt auch, die Zunge ist die Verlängerung vom Darm und wenn der übersäuert ist, dann schmeckt es ekelhaft. Für mich schmeckt es ein bisschen zitronig, also schmeckt richtig gut. Kann man sich aber am Anfang gar nicht vorstellen. Ich weiß noch, der Dommer hat gewürgt, wo er das erste Mal getrunken hat. Und wie gesagt, für uns aber normal. Wir trinken das seit 7 Jahren wirklich jeden Tag. Und ja, es ist natürlich eine Vitamin-C-Bombe. Jetzt gerade bei dem Wetter, wo viele krank sind, natürlich essentiell das zu trinken. Wenn man erkältet ist, auch gerne mehr. Und wie gesagt, es enthält halt 260 Vital- und Nährstoffe. Aloe Vera ist sowieso die älteste Heilpflanze, die es gibt. Also die Kleopatra hat es schon benutzt. In der Bibel wurde es erwähnt, auch im Koran. Also egal, wo man schaut, wurde es als Heilpflanze benutzt, ne, für außen und aber auch von innen. Wir haben auch verschiedene Auszeichnungen, zum Beispiel haben wir ein Koscher-Siegel, also dass die Aloe koscher ist, die ist auch halal. Wir haben das Aloe Science Council, das errate ich euch, wenn ihr ein Aloe Vera Produkt kauft, dann achtet drauf, dass das drauf ist, weil das ist ein Reinheitszertifikat von der Aloe. Ohne Tierversuche und, genau. Also mal ein kurzer Schwank zur Aloe. Genau, das trinke ich dann 120 ml. Jetzt habe ich hier immer noch mein warmes Wasser. Und dann komme ich zu meinem Shake. Den mische ich mit Wasser. Man kann den auch mit Milch mischen. Am besten ist allerdings, sage ich euch gleich, vegane Milch. Also ungesüßte Mandelmilch, ungesüßte Kokosmilch. Wenn ihr halt im Programm seid, wenn ihr nicht im Programm seid, geht auch nicht ungesüßt. Ne? Bei die ungesüßte finde ich immer besser. Oder auch Hafermilch, Reismilch, was ihr wollt. Ihr könnt auch normale Milch nehmen, aber ich würde es nicht empfehlen, weil unser Shake ist nämlich vegetarisch. Der ist auf Basis von Soja, aber nicht, sage ich mal, die herkömmliche Soja. Also ein Messbecher nehme ich da drauf. Also nicht die normale Soja, die man, sag ich mal, so kennt aus dem Handel, wo man dann Angst haben muss, dass zu viele Östrogene drin sind und die Männer Brüste bekommen oder so, was ich da alles schon gehört habe. Sondern es ist ein Soja-Isolat, also es ist das reine Soja. Ne? Also ganz hochwertig, braucht man keine Angst vor Hormonen zu haben, ist alles nichts mit drin. Jetzt wird es einmal schön geshaked. So. Und der enthält eben ganz viele Vitamine auch. Also ich finde die Sojabasis für mich schon das Ausschlaggebende, weil ich habe früher auch andere Shakes getrunken aus dem Fitnessstudio, aber ich vertrage keine Laktose. Und ich habe fürchterliche Blähungen bekommen, wenn nicht sogar Bauchschmerzen und es war einfach eine Katastrophe und hier habe ich das halt gar nicht, weil wie gesagt auf Basis von Soja. Aber es ist auch enthalten zum Beispiel Jod, Selen, Kopar, Mangan, Zink, Magnesium, Phosphor, Calcium, Kalium, Biotin, Niacin, Vitamin E, D, C, B12, B6, B2, B1,
Vitamin A. Und was für mich halt so ausschlaggebend ist, ne, Tryptophan, also man kennt es ja, oder als Frau vielleicht, dass wenn man schlecht drauf ist oder bekommt seine Tage, man hat das Gefühl, man muss so ein Stück Schokolade essen, weil die Schokolade einfach so dieses Glücksgefühl ausschüttet. Also es ist Tryptophan einfach, was da drin ist. Und das ist halt in dem Shake auch, also die gesunde Variante davon. Und deswegen tipptopp für mich. Täglicher Begleiter zum Frühstück, manchmal auch noch zum Abendessen oder für zwischendrin. Weil er hat einfach auch ein gutes Eiweißgehalt, 21 Gramm pro Portion. Und das ist einfach super gut. Und für mich essentiell, sage ich mal. So, wie geht es dann weiter? Immer noch das Wasser? Ich nehme jetzt den gleichen Becher. So, fülle den wiederum mit Wasser auf. Und zeige ich auch gleich, das ist mein Edelsteinwasser. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ihr denkt auch, die Alte, nicht normal. Ja, also quasi sind es Wassersteine. Die habe ich bei so einem, ja, in so einem, wie sagt man dazu, spirituellen Shop wahrscheinlich gekauft. Die sind für mehr Intuition, also es gibt verschiedene Konstellationen von Wassersteinen. Ich kenne mich auch mit Edelstein nicht so gut aus. Ich weiß, dass das ein Amethyst ist. Man muss die auch waschen, man muss die auch aufladen. Gibt es verschiedene Varianten. Wenn euch das interessiert, kann ich das auch mal erklären. Auf jeden Fall kann man hier mit sich Edelsteinwasser machen. Nach einer Woche wäscht man die Edelsteine einmal ab und füllt es wieder auf. 3 Monate lang sollte man das machen und dann kann man auch mal eine Pause einlegen oder je nachdem, wie man das Gefühl hat. Ja, ich habe einfach mal gehört, dass man Wasser wieder mineralisieren sollte, aber das ist nicht ganz richtig, weil Wasser hat die Aufgabe, einfach, sage ich mal, also die Wasser hat nicht die Aufgabe, dass es uns Vitamine oder Mineralien zufügt, so wie das die Werbung immer sagt, sondern Wasser hat die Aufgabe, unseren Körper, sage ich mal, also Wasser ist das Taxi dafür, wenn ihr jetzt wisst, wie ich meine. Ne? Also Wasser hat die Aufgabe, diese Mineralien und Nährstoffe, die wir durch die Nahrung aufnehmen, zu transportieren, dahin, wo sie hin sollen quasi. Und deswegen soll Wasser nicht voll sein mit irgendwelchen Sachen. Das Wasser muss leer sein, dass es eben das transportieren kann. Und ja, deswegen sollte da nichts an Magnesium und so weiter mit drin sein. Aber im Endeffekt genau, also diese Edelsteine, keine Ahnung, scheiden sich die Geister, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ich kann es euch auch noch nicht sagen, ich trinke das jetzt 2 Wochen, ehrlich gesagt. Also ich merke jetzt nicht gerade so einen großen Unterschied. Aber keine Ahnung, vielleicht merkt man das auch, wenn man es dann erst wieder absetzt. Ich werde auf jeden Fall berichten, ich dachte es aber eine coole Sache, ich probiere das einfach mal aus. So, jetzt kommt aber in mein Edelsteinwasser, kommt jetzt Agi. Ich zeige es euch auch gleich, das ist so ein Pülwaschen, das nehme ich jeden Morgen. Schaut so aus. Eine Packung mit 30 Stäbchen drin, wenn man das kauft. Und da kommt aber auch noch rein, so, Q10. Kommt da auch noch mit rein. Jetzt hoffe ich nur, das geht auf. Ja, es geht wunderbar auf. Das schmeckt so zitronig. Das ist so ein gelbes Pulver. Das Agi ist eher rot. Das ist mit Beeren. Und das kommt jetzt hier rein. Und dann wird das alles verrührt. Ja, also für was ist das jetzt da? Also jetzt mal kurz gesagt, für was nehme ich das? Ich persönlich habe eine Mittelmeeranämie. Das hat sich bei mir rausgestellt mit 14, glaube ich, war ich beim Arzt. Man hat ein Leben lang gesagt, ich habe Eisenmangel. Tatsächlich habe ich auch einen Eisenmangel durch diese Mittelmeeranämie. Aber es ist eben eine Mittelmeeranämie. Ne? Also das heißt, meine roten Blutkörperchen werden nicht so schnell produziert und somit wird der Sauerstoff nicht so schnell im Körper transportiert, also auch nicht ans Hirn transportiert. Das heißt, es entstehen Müdigkeitstiefs. Die habe ich mein Leben lang gehabt. Und ich war halt immer, wenn ich nachmittags Schule hatte, so furchtbar müde und habe halt nicht verstanden, warum. Ne? Also richtig, ich konnte gar nichts mehr aufnehmen. Und dann wurde das halt festgestellt und es ist aber ein DNA-Fehler, man kann dagegen nichts machen. Man sagt, im Alter wird es etwas besser. Aber ich für mich habe wirklich seit 7 Jahren, muss ich sagen, hier mein Allheilmittel dafür gefunden. Oder seit 6 Jahren, besser gesagt, glaube ich. Und zwar, ja, das Agi sorgt dafür, dass die roten Blutkörperchen schneller den Sauerstoff transportieren und dadurch entstehen bei mir natürlich keine Müdigkeitsattacken mehr. Manchmal, wenn ich einen anstrengenden Tag habe, viel arbeiten muss, viel zu lernen habe, dann nehme ich auch 2 am Tag, also 1 morgens und 1 abends. Ja, das ist einfach das, was da drin ist, aber es sind auch noch andere Aminosäuren drin und es ist auch sehr gut fürs Haarwachstum, also die Haare wachsen schneller, wenn man das nimmt. Aber eigentlich ist es auch für Sportler oder für körperlich aktive Menschen gedacht, also jemand, der zum Beispiel körperlich Handwerker oder so arbeitet. Weil das Arginin sorgt dafür, dass die Muskelregeneration schneller funktioniert. Das heißt, Muskelkater ist einfach schneller weg, beziehungsweise kriegt man, wenn man das nimmt, so einen Energieschub. Also wenn man es vor dem Training nimmt,
Der Thomas sagt immer für einen Pump, ne, dann bekommt man halt richtig viel Energie, kann halt das Training gut machen und danach ist halt auch einfach gut für, oder beziehungsweise auch wenn man es schon davor nimmt, ist es gut, weil der Muskelkater einfach nicht so extrem ist, beziehungsweise schneller weg ist. Genau. Dann das Q10, das wirkt zellerneuernd. Bei unser Q10 ist auch noch mit Weihrauch. Ich denke, jeder kennt Q10 aus der Anti-Aging, aus dem Anti-Aging-Bereich, aber Q10 ist eben nicht nur wichtig für Anti-Aging, also sage ich mal, dass die Falten weggehen oder nicht so schnell kommen, sondern Q10 ist einfach auch wichtig für alle Zellen. Also unser ganzer Körper besteht ja aus Zellen, also egal welche Zellen ihr nehmt, ob es jetzt, also egal welche Zelle. Und das ist einfach da, dass die Zellen sich besser erneuern und qualitativ besser sind, ne? Also Q10. Genau. Dazu kommt jetzt meine Packung mit meinen täglichen Supplements, die ich nehme. Morgens, mittags, abends. Was ist da morgens jetzt zum Beispiel drin? Eisen. Wie gesagt, ich habe durch meine Mittelmeeranämie Eisenmangel. Dann ist drin B12. Dann ist drin nochmal Q10. Dann ist drin so ein Komplex, wo einfach nochmal alle Vitamine dabei sind, also die den täglichen Bedarf abdecken. Und ja, Royal Jelly, das ist auch nochmal so das Königselixier der Biene. Also die Bienen füttern die Bienenkönigin mit Royal Jelly. Und das ist einfach auch nochmal für die Zellerneuerung, für Anti-Aging, fürs Immunsystem, also für viele Sachen gut. Und dann kommt noch die Term. Und die Term ist das, was jetzt halt noch zum Programm dazugehört. Und zwar ist die auf Basis von natürlichem Koffein, Guarana. Und das kurbelt den Stoffwechsel an. Und das wird dann zusammen, nehme ich das halt mit dem Agi und dem Q10. Und das ist dann mein Frühstück. Jetzt habe ich echt viel geredet. Irre. Okay, das ist das Frühstück, was ich dann so zu mir nehme. Aber das mache ich jetzt gleich. Was ich jetzt aber noch machen wollte, ist, ich wollte euch zeigen, was ich mir Care gekauft habe. Also auf jeden Fall, es hat sich ziemlich schnell zusammengeläppert, habe ich ja schon gesagt, 66 Euro. Also ich habe einmal diese Kannen hier gekauft. Ich war ja vorher noch bei Maison Dupont oder wie das heißt. Ich glaube, der Dommer hat es aber gar nicht verwerten können. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe den Vlog, während ich mich im Bad fertig gemacht habe, erstmal geguckt und konnte nicht immer hingucken, habe eher gehört. Muss ich nochmal reingucken. Auf jeden Fall gab es da so eine Karaffe und die hat sage und schreibe 15 Euro gekostet und die hier bei Ikea war zu 5,99 Euro. Finde ich, kann man wirklich nichts sagen. Und da drin werde ich jetzt auch die Sohle anlegen. Aber ich werde erstmal das Glas waschen. Aber ja, also ich fand es ein richtig guter Preis. Deswegen habe ich auch gleich 3 Stück genommen. Man weiß ja nie, für was man es gebrauchen kann. So, und dann gab es das Ganze nochmal in klein. Das habe ich auch nochmal genommen. Das sind, glaube ich, 500 Milliliter gewesen, weil das fand ich ganz gut, wenn man mal unterwegs ist oder einfach für einen Rechner. Da will man ja nicht die riesen Pulle vielleicht da stehen haben, dass man einfach die hat. Kann es aber zumachen, weil wie es so ist, man ist am Arbeiten, stößt dagegen, fällt um. Wenn man ein Glas hat und alles ist nass, fand ich jetzt die Variante gar nicht mal so verkehrt für die Flasche. Ich bin jetzt gerade am gucken. Also ich meine, die hat 4,99 gekostet. Ja, 4,99. 2 Stück davon. Dann fand ich das ganz cool. Das ist auch eine Karaffe, die hat 1,50 Euro gekostet. Also auch als Blumenvase mit Sicherheit nicht schlecht, wenn man es als Karaffe nicht benutzen will. Fand ich ganz gut vom Preis. Deswegen habe ich die mitgenommen. Dann die hier, 9,99 Euro in so einer Kannenform. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Vor allem finde ich es gut, dass die einen Deckel hat und trotzdem hat die hier, sage ich mal, einen Ausguss, ne? Die da. So, und dann kam die Karaffe, wegen was ich eigentlich dahin gefahren bin. Es ist keine türkise Karaffe, es ist eine grüne Karaffe. Die von der Mutter war türkis. Aber naja, gut, was soll's. Und zwar schaut die so aus. Und ich war jetzt mega happy, weil die kostet eigentlich 19,99 und die war jetzt reduziert auf 10,99 Euro, deswegen habe ich auch gleich 2 genommen. Ich habe gesehen, auch bei auf der Ikea-Seite haben sie es auch zum Beispiel als Blumenvase benutzt. Kann man auch als Gießkanne wahrscheinlich benutzen, keine Ahnung was. Ich benutze es zum Trinken und ich finde es einfach schöner, die Karaffe halt auf den Tisch zu stellen. Beim Essen zum Beispiel. Oder fürs Kochen, da geht auch einfach mehr rein, da gehen 2 Liter rein, ne? Und die anderen gehen ja nur 1 Liter. So, und dann habe ich noch 3 von diesen Fusselrollen gekauft für 1 Euro, weil die sind essentiell, wenn man ein Tier hat, weil man hat immer überall Haare und wir brauchen einfach viele von den Fusselrollen. Genau, das war der Einkauf bei Ikea. Und jetzt, fallt ihr mir um. Und jetzt
kann ich mein Frühstück gleich zu mir nehmen und dann gehe ich erstmal mit Harrison raus, weil der macht schon Terror. Jutra Gemeinde, meine lieben Freunde, Samstag, Wochenende. Wir sind hier unterwegs mit dem Harrison, das versteht sich von selbst. Wie wundervoll die Sonne. Sieht man das hier irgendwo? Wunderbar, wundervoll, das ist mein Ding. Das hebt die Laune, da brauche ich keine Happy Pills. Und Senora Skalovic gibt direkt Vollgasovic. Zack, zack, zack geht das. Zack, zack, zack. Die holde Maid, junge Dame, haben Sie was zu berichten? Ich habe schon ganz viel heute Morgen gezerrt, du wirst dich freuen. Heißt das, dass ich da mindestens... Ja. Das Ding ist ja, dass ich so lange am PC hocke, daran bin ich ja selber schuld. Wäre ich besser im Schneid, wäre ich schneller. So. Ich habe bestimmt 10 Minuten gezerrt. 10 Minuten? Ah, das kriegt man doch verpackt. Das kriegt man doch verpackt hier. Ja, aber gestern der Vlog war doch ganz in Ordnung. 30 Minuten. Hätte auch ein Kochvideo sein können, ne? 30 Minuten Länge. Aber so, ein bisschen kürzer. Schon 7 Minuten, 6 Minuten, glaube ich. Was machst denn du? Hey! Ist nicht wundervoll, dieses Wetter, oder? Ich weiß nicht. Ich als Sommerkind. Ich meine, jetzt im Winter mit dem Schnee, das war auch genau das Ding. Ne? Aber so die Sonne, die kitzelt schon auf die Herz. Good morning, good morning nochmal hier. Es gibt die Linsensuppe heute. Und da die bekanntlich ein bisschen länger braucht, fange ich jetzt schon an. First of all haben wir hier. Gestern Abend, overnight, overnight Linsen eingelegt in Wasser, ganz easy. Und ja, dafür. Ja, bevor irgendwas überhaupt passiert, gibt es hier noch einen schönen Espresso, Kines, Austria. So, voilà, Suppe ist fertig. Ich schütte jetzt noch rum, beziehungsweise leere ich um in eine schönere Schüssel und dann ist dann ja, angerichtet. Gute! Gute! Gute, hast du mein Kels gerechnet? Nee. Mal die Abschlussworte hier aus Speyer. Liken, kommentieren, abonnieren, ja, Glocke aktivieren. Hast du nur erzählt, dass wir in Speyer waren? Gerade eben die letzten Worte aus Speyer. Ja, wir waren nämlich in Speyer bei den Geschwistern von Dommer, weil wir morgen ein Online-Seminar haben. Genau. Und deswegen haben wir dann quasi eine Ration Eis vorbeigebracht. Genau, Ration Eis, Calippo und Co. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Auto, weil hier sind ja die besten Parkverhältnisse hier in Speyer. Dass wir am Arsch der Welt parken. Ja, es gibt Licht. Guck mal, es gibt Licht. Zeig dich nochmal. Good night. Genau, good night. Good night, sleep tight. Bis morgen. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet auch morgen gerne wieder ein zum nächsten Vlog, zum neuen Vlog. Und ja, schönen Sonntag, alles schön entspannt, locker aus der Hüfte, wie immer. Harrison war heute ein unartiger Bu. Genau, los geht's, weiter geht's.